Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Techtopia. So, erstmal sorry dafür, dass gestern keins gekommen ist, keine Folge. Aber ich habe das irgendwie verschwitzt. Ich war der Meinung, ich habe noch eine hochgeladen gehabt, aber irgendwie war da dann noch nichts da. Und dann fehlte mir die Zeit, das kurzfristig noch nachzuholen. So, nichtsdestotrotz, die Zeit bis zum Pennen gehen hier überbrücken wir nochmal schnell. Mit ein bisschen Bastelarbeit. Nein. Oh. So nicht. So war das nicht geplant. Und wir haben natürlich keine Axt dabei. Ganz klare Sache, das. Okay. So, hier war jetzt immer noch die Frage, wie hoch machen wir das Dach? Machen wir das überhaupt so hoch oder lassen wir das auf der Höhe? Oder machen wir das noch höher? Aber ich denke mal, das reicht. Ja, werden wir es nicht machen. Der gehört da nicht hin. Ah, toll. Der gehört da so nicht hin. Das Herz müssten wir mal ausladen. So. Na, schafft das? Dann müssen wir wieder helfen gehen. Aber es sieht gut aus. Ich glaube, er hat es geschafft. Wir brauchen wahrscheinlich noch einen zweiten Guard. Sonst wird er nichts. So, die restliche Bastelei mache ich dann aber irgendwann mal wieder offscreen hier. Ich hoffe, die pennen jetzt alle. Wir gehen mal gucken. Können wir die Nacht überspringen, solange wie wir noch nicht genug Guards haben. So, hier ist... brauchen wieder ein neues Wohnhaus. Ja, die pennen. Dann gehen wir auch pennen. Habe ich das Bett schon da? Nein, das habe ich noch hier. Gute Nacht. So. Wir gucken mal ins Lager. Mensch. Ach, du hast keine Hosen mehr an. Alles klar. So, wir hätten... Eichenholz und Brot hätten wir. Weizen. Haben wir noch keinen ganzen Stack. Ofenkartoffeln haben wir jetzt 4. Wir haben uns auch mal wieder was zu essen mit hier. Gebratenes Hühnchen. Ach so, das ist deswegen weiß, weil das sozusagen nicht von denen gefarmt wurde, das Hühnchen. Also können wir das so auch nicht machen. Was wiederum sehr schade ist. Aber schauen wir mal, ob er heute wieder Brote kauft vielleicht, eventuell. Wir gucken erstmal hier bei uns in die Truhe. Wir haben 10 Emeralds. Goldene Apfel. Wir haben 10 Emeralds. Was könnten wir denn damit kaufen? Damit könnten wir einen Lehrer kaufen, der uns nichts bringt, weil wir noch keine Schule haben. Damit könnten wir uns einen Tradesman kaufen, einen Raider kaufen. 1, 2, 3, einen Ranger kaufen.
Was aber auch noch nichts bringt, weil wir ja noch kein Cowpen haben und so weiter. Chef haben wir. Klerik reicht's noch nicht. Ein Miner vielleicht noch. Druiden. Lumber vielleicht noch. Ein Enchanter. Nee, das reicht noch nicht. Was könnten wir hier für 10 kaufen? Wahrscheinlich gar nichts. 21 kostet das Pigpen. Das reicht hinten und vorne noch nicht. Der kostet 19. Chicken Coop. Butcher 30. Blacksmith 36. Ein Guards Post. Ja gut, der bringt uns nichts. Ein Architekten. Also ein Merchant. Also ein Händler direkt vor Ort. Der rennt ja nicht mehr durch die Gegend. Kitchen. Gut. Das heißt. Weitersuchen. So, was kaufst du? 4 Diamanten, die wir leider noch nicht haben. Fichtenholz haben wir auch noch nicht. Steaks haben wir nicht. Redstone haben wir nicht. Lapsi haben wir nicht. Eichenholz, 64 gibt es einen. Kuchen. Gut, dann kaufen wir wenigstens das eine Mal Eichenholz. Dann sind wir das los. Haben erstmal einen Emerald mehr. Oh, haben wir schon. Okay, man muss das also gar nicht mehr. Gut. Gut zu wissen. In der Zwischenzeit setzen wir, glaube ich, mal den Minenschacht tiefer. Dass wir wirklich auf die Dia-Ebene kommen oder so. Der ist zwar noch aktiv. Das heißt, wir müssen auch wieder Stufen machen. Okay, das war unsere Spitzhacke. Nein, keine Pfeile. Haben wir, wie viel haben wir? 29, das reicht noch nicht. Wir brauchen Steine. Ich denke mal, wir gehen so bis auf 15 runter. Vielleicht haben wir dann die Chance, dass wir da unten ein bisschen Dias finden oder was weiß ich. Ja, geil. Dias, Lapsi, Redstone. Irgendwas. Hauptsache, ich finde was. Ich hoffe bloß, dass wir dann nicht wieder auf die Höhle stoßen. Das wäre kontraproduktiv. Na, wo ist er? Jetzt war ich gerade verwirrt. Da ist Eisen zum Beispiel schon. Können wir unseren Guard wieder ausrüsten?
Nee, Steinziegel, nein. Bruchstein, Dorit, Andesit. Andesit brauchen wir nicht, den können wir dahin kloppen. Oh, ja. Achso. So wird doch eher ein Schuh draus. Müssen hier wieder Licht verteilen. Mal ganz vergessen. So. 19, da kommen 2, können wir noch. Jo, Wasser, das ist nicht gut. Na, einer geht noch. So, jetzt muss das noch weg. So, wir graben uns jetzt erstmal, oder wir lassen ihn jetzt erstmal auf der Ebene graben. Okay, hier haben wir eine, naja, mehr Sprung. Ich weiß halt nicht, ob unsere Miner noch Leiter klettern. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nämlich nicht. Nein. So, Bruchstein. Die Stufen kommen wir, glaube ich, nicht so weit mit. Das könnte vielleicht reichen. Gerade so. Wir müssen den Mineneingang hier halt noch ein bisschen verschönern, ne? Dass das auch als Mine so erkennbar ist, schrei mir nicht ins Ohr. Wäre ich dir sehr dankbar. Ein kleines Treppchen. Okay, wir könnten rein theoretisch, wenn wir denn wollten. Könnten wir noch tiefer gehen. Machen wir auch mal. Keine Ahnung, ob das gut ist. So, wir sind jetzt bei 14. Ja, das reicht. Dann klopfen wir hier. So, wir haben gerade nichts zum Klopfen, glaube ich. Müssen wir ihm da erstmal sagen, dass er da weg soll? Oh. Entschuldigung. So, wo ist er hin? Da ist der Frame. Und da ist der Mineshaft. So. Jetzt kann er hier unten weitermachen.
Braucht er zwar wahrscheinlich 23 Jahre, bis er da unten angekommen ist und wieder hochgekommen ist, aber jetzt oben schon dunkel. Es ist schon wieder dunkel. Ist ich doch nicht wahr. Schlafen die jetzt schon? Müssten unserem Guard vielleicht mal. So müssen wir was essen. Okay, unser Guard braucht ein neues Schwert. Und eine neue Hose. Und da hatte ich gerade einen Leck. So, hier erstmal Eisenerz. Komm. Jetzt kann raus. Haben wir noch Eisen. Hier sind 6 Barren drin. Ich muss. Gott, wir haben kein Eisen mehr. Muss dringendst. Wieder. Ich muss dringendst wieder. Aber wir hatten doch hier noch einen Eisen. Eisenblock. Da können wir doch auch wieder Eisenbahn draus machen, oder? Ja. Können wir. So. Stick. Mach ich mal gleich 2. Puh. Warum ist der Guard hier drin? Zack, zack, zack. Oh, jetzt hat er wieder. So, jetzt Pensa aber, glaube ich. Ja. So. Jetzt hat er auch wieder vernünftig Rüstung. Und den Eisenschwertchen hätten wir ihn vielleicht noch verzaubern können. In der Zwischenzeit gucken wir, ob wir hier schon wieder irgendwo einen Stack voll haben. Birkenholz ist immer noch nicht voll, nein. Brot auch noch nicht. Weizen ist auch schon wieder fast weg, alles. Hat die gute Dame bestimmt. Das legen wir mal hier mit rein. Nein, das nicht. Das. Hat die gute Dame bestimmt alles schon sich einverleibt, sage ich doch. Pumpkin hat sie. Eier. Wir brauchen echt noch Milch, damit die endlich mal Kuchen produzieren hier. Vielleicht. Ah, der hat auch bloß noch eine Holzaxt. Soll ich eh vielleicht noch einen Räucherofen reinstellen? Ich weiß nicht. Wir müssen schon wieder. Okay, jetzt haben wir noch ein Inventar, das Eisen. Die fressen auch die Werkzeuge, ey. Das ist ja unnormal. Schade. Ich sollte vielleicht mal mein Inventar ausräumen oder so. Zeigen wir mal hier mit rein.
Die fressen echt die Werkzeuge, das ist unnormal. Vielleicht können wir auch einmal Sticks ablegen hier, wir haben hier mehr als genug. Leder. Zack, zack. 11 Emeralds. Den restlichen Bruchstein kloppen wir noch hier mit rein. Erde brauchen wir immer mal. Andesit. Die haben sich auch gerade irgendwie... Kommt mit der Tür nicht ganz klar. Nein, Erde wollte ich eigentlich. So, Steinziegel behalten wir im Inventar. Das Lapsit kann hier mit rein. Das könnten wir eigentlich auch rüberbringen. Da ist der Onkel Merchant. Hallo, nicht wegrennen! Bleibst du hier? Tropenholz haben wir immer noch nicht. Rote Beete haben wir noch nicht genug. Karotten auch nicht. Hähnchen nicht. Schade, schade. Kein Brot. Ah, wir könnten vielleicht schon mal anfangen, ein neues Häuschen zu bauen für mehrere Personen. Quasi, damit wir, wenn wir wieder Emeralds haben, dann auch gleich ein Haus kaufen können. Schreib mich nicht so an. Junge. Frage ist bloß, wo bauen wir das jetzt hin? Bauen wir weiter auf der Seite Häuser und auf der Seite dann Produktion und Vergnügung, oder? Wir könnten auch hier nur eins aufs Podest so setzen. Vielleicht zieht ja dann der Miner um. Aber wir haben ja selber keine Axt. Wir können uns eigentlich, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir craften uns jetzt noch eine Axt. Oder zwei. Und dann machen wir uns mal auf die Suche. Nach das, was ich zum Bauen brauche, bringe ich mal hier rüber ins Hütchen. Und dann machen wir uns mal auf die Suche nach anderen Baumarten, die wir hier noch mit anpflanzen können. Also als Beispiel Tropen, vielleicht Tropenholz, Baum oder Fichtenholz. Dass wir da vielleicht mal irgendwie so ein bisschen... So, die Eier kann man wieder nicht essen. Genau, das machen wir mal, damit wir noch andere Baumarten kriegen. Und hier vielleicht mal so ein bisschen vorwärts kommen, endlich. Kohle kann damit rein. Ja, wenn er Kohle kaufen würde, davon haben wir genug. Also, davon haben wir nun wirklich genug. Was zu essen noch mitnehmen? Da hinten sieht doch schon mal gut aus. Zuckerrohr. Jetzt gibt es hier Zuckerrohr. Ist klar. Da oben schwebt eine Wolkeninsel aus. Keine Ahnung. Also bis hierher könnten wir bauen. Nice. Jo. Ist gerade irgendwo einer gestorben.
Ein Mini-Zombie oder so. War noch eine Höhle. Hier gibt's Mukus. Ist da auch ein einfacheren Weg rüber? Ach, da drüben ist auch so ein Baum. Das könnte eine Fichte sein. Den wollen wir die doch mal zerlegen und ein paar Saplings mitnehmen. Jawohl. Machen wir bloß noch Tropenholz und warten und müssen warten, dass hier ein paar Saplings rausfallen. Ja, hoffentlich gleich passieren wird. Da ist doch schon mal einer, siehste. Nummer 3. Frage ist, reicht uns das? Ich glaube nicht. Na komm. Oh, wir müssen auch schon wieder was essen. Sonst können wir wieder nicht rennen. Komm, da werden noch ein paar Saplinge rausfallen. Wenigstens noch einer. Oh, bitte. Sprauchholz. Dann können wir da nämlich einen schönen Wald anlegen. Dann können wir das Ganze ein bisschen pushen, indem wir vielleicht noch ein bisschen Knochenmehl benutzen. Ja, da fällt echt kein Sapling mehr raus, oder was? Bleibt echt bei 3 Stück. Meine gut, 3 sind erstmal besser wie gar keiner, aber... Na gut. Na gut, dann halt nicht. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Das hier oben ist alles Sumpf, das ist kein Dschungel. Oder ist das Dschungel? Ich weiß es nicht mehr. Wir porten mal. Das ist mir jetzt da lang zu laufen, da brauche ich ja. Mal gucken, das ist bestimmt Dark Oak. Okay, damit hat es die. Das ist Eichenholz. Autsch. Das ist alles Eichenholz. Schade eigentlich. Was ist das hier? Das ist auch... Das sind Fichten, glaube ich. Es ist Fichtenholz. Ach, Manu. Böcke. Und. Eiche und. Na gut, in diesem Sinne, ich suche noch ein bisschen weiter. Vielleicht haben wir ja in der nächsten Folge dann schon was gefunden. Au. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht.
Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Oh, Creeper. Na gut, den können wir noch mitnehmen hier. Mal Raketen basteln. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.